Klopft. Ach, keine tolle Nachricht, die ich jetzt vorlesen kann. Finde ich ja echt schade. Naja, aber da muss ich halt einfach so mit euch reden. Sagt mir doch einfach mal, wie geht es euch? Oh, naja, gut. Fragestunde ist vorbei. Hui! Und Schwänze einsammeln. Also Skiver, das sind doch. Ist doch so eine Art Mischung aus. Mal gucken. Schwein, Wolf und Ratte. Ja, ich finde, das kommt hin. Genau wie der Typ hier. Der ist eine Mischung aus behaart, Rockstar und hässlich. Aber er gibt mir schönes Gold und Dietriche. Allerdings höre ich hier Leute quatschen. Was redet ihr so? Oh, scheiße. Stirb. Lieg, mein Vögelchen. Ich meine, die haben gerade über die Klaue geredet. Und diese Klaue sollte ich doch holen. Oh, noch ein makelloser Granatstein. Verflucht. Die Klaue. Warte, hier. Die goldene Klaue, genau. Also müsste irgendwer die Klaue haben. Hat aber keiner. Vielleicht findet ihr. Finden wir die ja. Findet ihr ja jemand. Nee, vielleicht finden wir ja noch irgendwo. Aber das erst nach einem schönen 24-Stunden-Schläfchen. Ah, herrlich. Ich würde gerne 24 Stunden schlafen. Aber ich glaube, das kriegt man nicht hin ohne Betäubungsmittel. Schlaf, mein Kind. Schlafen. Und dann wirst du mächtiger als jeder andere auf dieser Welt sein. Genug gepennt. Du warst auch und fühlst dich ausgeruht. Denn das bedeutet. Ich glaube, das ist auch ein Effekt ausgeruht. Alle Fähigkeiten verbessern sich 8 Stunden lang 5% schneller. Das bedeutet. Genau das, was da stand. Ja. Aber das bedeutet auch, dass man eher mal hier fegen sollte. Hier ist ganz schön staubig. Nee, also das bedeutet, dass man eigentlich eher Ausschau halten soll, jedes Mal so ein bisschen realistisch zu spielen und wenigstens mal so alle 3 Tage zu schlafen. Das finde ich hier, ehrlich gesagt, eigentlich nicht so toll umgesetzt. Zumindest nicht so gut wie in Fallout 3. Obwohl, ich weiß nicht, da hat es irgendwie mehr Sinn ergeben. Also auf jeden Fall war das so, dass man in Fallout 3, was ja auch von Bethesda ist, wie ihr schon wisst, okay, in Fallout 3, wenn man da irgendwie so, weiß nicht, eine Woche lang wach war und durch die Pampa gelatscht ist, dann war man mega fertig und alle 5 Minuten circa wurde man genervt, wurde einem nicht schwarz vor Augen, sondern es wurde alles verschwommen und man konnte überhaupt nichts mehr erkennen für ein paar Sekunden. Und wenn man dann irgendwelche Kämpfe hat, dann war das schon sehr nervig. Und da hatte ich praktisch die Nervigkeit dieses Ereignisses dich dazu gezwungen, zu schlafen. Aber der hält ganz schön viel auf. Aber ich glaube, es hat da ein wenig mehr Sinn ergeben, weil wenn man so eh schon geschwächt ist durch irgendwelche Strahlenkrankheiten und läuft man auch noch irgendwie eine Woche lang hier, dann wäre ich wahrscheinlich auch ziemlich fertig. So, was haben wir denn hier oben? Der reißt sein Maul aber ganz schön weit auf. So, Heiltränke. Hier ist nichts. Ein paar Tücher. Uninteressant. So, das ist offensichtlich ein Rätsel. Denn ich kann schwören, dass wenn wir an diesem Hebel ziehen. Oh, da ist er. Wir eine unangenehme Erfahrung machen. Nämlich
diese. Oh, scheiße. Ich wusste nicht, dass von der anderen Seite auch noch Pfeile kommen. Ja, diese Erfahrung werden wir dann machen. Wenn das hier nicht stimmt. Ansonsten geht das Tor auf. Aber das ist ja relativ einfach, dieses Rätsel. Also wir haben hier Schlange. Dann ist sein hässliches Face hier abgefallen mit der Schlange. Und da haben wir den Wal. Also bedeutet das, wir machen hier Schlange. Schlange. Und Moby Dick. Und dann haben wir ein offenes Tor. Hallo. Oh, und da fällt mir das Wichtigste ein. Speichern. Ich sehe schon kommen, dass irgendwas hier um die Ecke kommt, mich einfach one-hittet und ich dann alles nochmal machen muss. Aber was soll's. Diebstahl. Okay. Ich denke, da kommt irgendwann mal so eine Folge, an deren Anfang ich einfach mal... Oh. An deren Anfang ich, glaube ich, mal einfach alle Bücher durchlese. Und diese Bücher, die ich dann durchgelesen habe, lege ich am besten in irgendein Fass. Ah. Cool. Ich wusste nicht, dass man das wieder hochstellen kann. Das hatte ich jetzt hier durchsucht, oder? Ja, natürlich. Ich bin nicht. Also vollkommen abwesend bin ich jetzt hier nicht. Ui, schwindelig. Oh. Oh, Ratten. Geschluckt. Hörst du hin? Bleib stehen! Bleib. Lauf. Ach egal. Hatte ich die denn in. Oh! Sau hat mich gebissen. Meine Hand blutet. Hat einen Amethyst gefressen. Und das bedeutet, ich werde dich fressen. Aus der Organisation, okay. Schade. Wenn wir das noch nicht gewusst hätten, hätte ich jetzt noch so einen Schwanz gefressen. Ah, Schriftrolle des Feuerballs und schwaches Gift der Lähmung. Hier hat mal jemand wieder nicht abgestaubt. Na, na, na. Also sowas. Ein Feuertopf. Wer ist denn da? Noch einer, der ein bisschen was aufs Maul will. Und wieder nicht abgestaubt. Wie kommt... Jetzt mal ganz ehrlich. Wie kommt denn jemand hier durch, ohne diese Netze kaputt zu machen? Das ergibt für mich keinen... Der liegt aber schon ein bisschen länger hier. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Einfach null. Hier, bitte. Also. Oh, da geht es wahrscheinlich besser so. So. Oh, oh. Hi, Kumpel. Nein. Nein. Nicht cool. Mach einen Abgang. Verschwinde. Herr Maika. Verdammt. Auf. Chill doch, Mann, das ist tot. Halt's Maul. Frostbiss, Spendengift. Ja. Ohne. Ja, ja. Der hängt da noch ein bisschen ab, aber ich durchsuche erstmal alles. Denn er hat noch genügend. Naja, wohl. Ich mache einfach Schluss mit ihm. Es lockert sich. Ja, also, ich denke, es sollte offensichtlich sein, das ist die erste Mission im Spiel. Ich habe die schon mal einmal gemacht. Und der nervt dann, rennt dann einfach durch den ganzen Dungeon und ich habe keinen Bock, den jetzt zu verfolgen. Und der quatscht eh nur eine Scheiße, dass er mir irgendwie helfen will oder irgendwas andrehen will. Aber die Mission war eh, ihn zu killen, also haben wir noch nicht mal gegen irgendwelche Dinge verstoßen, die wir nicht wussten. So, Eier. So, also man weiß ja jetzt, wo man Spinneneier herkriegt. Aus Beuteln. Tja, was ist denn da unten noch? Oh, schade, ich dachte, da gibt es vielleicht noch was. So, der Meister hat jetzt hier die goldene Klaue. Und hier ist netterweise, weiß ich gar nicht, wie man... Man kann irgendwie hier diese Dinge drehen. Weil... Einmal...
hatte ich es doch tatsächlich, dass man, dass die goldene Klaue irgendwie in die andere Richtung gezeigt hat, aber man braucht dieses hier, damit man sieht, wie man später dieses Rad einstellen muss. Ja, also für die, die es jetzt noch nicht wussten, Spoiler, tut mir leid. Aber okay, ein Raum mit Urnen, die alle leer sind. Also die wollten ihren Verwandten einfach nichts Gutes tun. Was habe ich, diese Seelensteine, habe ich welche? Ich will nämlich eigentlich gar nicht einsammeln. Oh, doch, die will ich einsammeln. Ich will die schwarzen. Nein, ich will doch alle einsammeln, aber dann verkaufen. Ich weiß nicht. Was soll's? Die ist leer. Nein, nein, nein. Okay. So. Wir kommen hier in die. Ach, jetzt fängt das wieder an. Jetzt muss ich hier wieder diese nervigen Spastis überprüfen, ob die tatsächlich tot sind. Ach, irgendeiner von denen ist nicht tot. Wie wär's mit dem da? Hi. Aber wenigstens können sie hier nicht über irgendwelche Klippen fliegen. Stahlrüstung ist zu schwer. Aber je nachdem, wie lang das jetzt hier noch geht, habe ich die blöde Vermutung, dass mir trotzdem wieder die Traglast ausgeht. Obwohl ich doch wirklich das meiste von dem, was ich ablegen kann, abgelegt habe. Und weil ich ohne Sinn und Verstand vor mich hin. Oh, verdammt. Ich dachte, der wäre am Leben. Und weil ich hier ohne Sinn und Verstand vor mich hin. Der lebt doch? Wieso habe ich den nicht getroffen? Lass uns zweimal hintereinander. Vor mich hin brabble, passe ich irgendwie nicht ganz so auf, was ich eigentlich alles an so geilem Shit einsammle. Oh Mann. Das muss ich später leider irgendwie nochmal durchkommen. Oh! Erschreck mich doch nicht so. Ja, für dich habe ich was ganz Tolles einfallen lassen. Ach, all diese Dungeon-Fallen, die übrigens durch diesen Knopf, der total unoffensichtlich hier rumsteht, ausgelöst werden, kann man nämlich auch die Gegner killen. Das finde ich doch wirklich sehr schön. Ja. Also hier dürfte eigentlich keiner mehr sein. Aber was ist dieses Geräusch? Oh, ja. Dieses, ich muss mal gleich durchgucken, aber mir ist eigentlich nichts Erwähnenswertes aufgefallen, außer dem Standardkram. Gold, Edelsteine und Geronimo! Geht das dann aus? Ah, schön. Außer dem Standardkram wie Gold, Zaubertränke. Und die Zaubertränke guckt man eh erst durch, wenn man sie irgendwas braucht. Schreck mich doch nicht so. Nein. Nein. Wunderbar. Die wunderbar. Steintreppe. Und hier sind wir schon im Tunnel. Wer hätte es gedacht?
Oh. Nein. Oh Gott. Was ist auch interessant, dass die noch eigentlich noch eine Zeit schön weiterbrennen, wenn Wasser über die drüber läuft. Eine Truhe. Mit Pfeilen. Hier geht's ja auch irgendwo lang. Hier geht's auch irgendwo lang. Und ich glaube, hier will ich gar nicht lang. Geht's noch irgendwo anders lang? Also da geht's ja offensichtlich nicht lang. Und da auch nicht. Oh. Gut, dann habe ich gerade einen Weg dreimal umsonst gelaufen. Ne, zweimal. Aber hier gibt's ja Schimmelpilze. Auch wenn sie Schimmelpilze halten. Ja, halten. Am nam nam nam. Was hast du, Tassus? Was hast du dazu zu sagen? Wie kann man das denn in der Hand drehen, ja. Rotieren natürlich. Nein. Ein bisschen in der Tastenbelegung nachgucken. Ja, auch da, wo Tastenbelegung steht. Richter, aktivieren, ja, wie auch immer, bla bla bla. Schnelles Tagebuch. Schnelles Tagebuch, ey. Oh. Okay. Gut, dann weiß ich auch nicht. Was soll's? Was hast du dazu zu sagen, Trollschädel? Ich würde sagen, ich habe drei Augen und mein Kiefer hängt runter. Okay. Was soll's? Pilze. Aber das... Nein, jetzt habe ich die Spitzhacke mitgenommen. Hier kommen ein paar viele Pilze vor. Nicht, dass ich mich beklagen würde, aber... Ach, ich hab's gerade ausgerüstet. Hm. Das wollte ich natürlich drin. Ach, jetzt muss ich das ablegen. Also die Steuerung ist manchmal doch ein wenig ekelhaft. Oh, pass mal auf, Mann, mein Schlagring. Ah, bestimmt gibt es so eine Verzauberung, die man auf den Ring machen kann, dass der einfach mehr, dass man mehr Nahkampfschaden hat. Feuerballrolle. Ja. Ja, da geht's auch irgendwie runter. Aber jetzt noch eine Truhe. Eine leere Truhe. Äußerst sinnvoll. Okay, gibt's... Okay, eine kurze Frage. Gibt's Nahkampf? Das müsste ja hier nicht über die Waffenfähigkeiten sein. Einhändig, zweihändig. Blocken, bla bla bla. Veränderung, nein, okay. Das dürfte dann aber einhändig sein. Ja, ich verbessere meine Rüstung, wenn er mich draufhaut. Oh, Faustkampf. Na gut. Okay, ich hab eine Faust. Stirb. Und da fliegt er und fliegt und... Wäre ich auch bewusstlos, könnte ich auch so eine coole Rutschpartie im Ring. Nein, ich will das hier. Aber... Mir gefällt es aber auch nicht, dass man... Wenn man hier den... Das Heilungsding in der Hand behält, dass man dann... Da kriegt man dann auch... Da ist so ein Geräusch. Das ist unfassbar nervig. Für mein Befinden zumindest. Ja, warte, ich kann es mir mal zeigen kurz. Ja, hört man es genau hin. Und dann hört ihr halt dieses Glitzern die ganze Zeit. Also, weiß nicht, mir geht's ein bisschen auf die Nerven. Ja, ich liebe meinen Feuerball. Okay, ich habe drei Wege. Ich werde jetzt mal den hier ausschließen, weil der nirgendwo hinführt. Außer zu meinem Schatz. Aber Schätze sind was Tolles. Auch wenn sie nur 7 Gold bringen. Oh, Mann. Oh, hier liegt ein Skiver. Und noch ein Skelett.
Oh, ist das euer Ernst? Da war mehr Gold in dem Skelett, das hier rumlag, als in der Truhe, die ich aufbrechen musste. Also aufschließen. Ach, lächerlich. Aber mehr als diese Schimmelschimmerpilze. Also in der Richtung ist dieses Rausding und in der Richtung nicht. Also gehe ich mal hier lang. Oder? Ne, hier bin ich hergekommen. Ah. Ja, so schlau muss man erstmal sein. Das kann mir nämlich keiner nachmachen. Dieser Moment gehört mir alleine. Ja, genau. Hier, so weit waren wir ja schon. Und hier sind wir. Oh. Hier hat jemand ganz schön gewütet. Und auch lange nicht mehr Staub gewischt. Das sehe ich sofort. Sofort. Ja. Aber sonst sehe ich hier eigentlich nichts, ne? Eine Lehrlingstruhe. Hier ist mir mein meisterhaftes Können meisterhaftes Können gefragt. Ein Skyrim-Helm, Gold, paar Pfeile. Und der hat aber weniger Gold zum Glück dabei, sonst hätte ich mich echt verarscht gefühlt. Stell mir vor, da kommt so eine Meistertruhe. Allerheiligstes. Wir dringen in das Allerheiligste vor. Also muss ich mal so vorstellen, man kriegt da einfach so eine Meistertruhe. Und davor, der Boss hat einfach mehr gebracht als diese Truhe. Also ich finde sowas immer ziemlich merkwürdig, lächerlich, fürchterlich. Weiß ich nicht. Also. Yay, ein Raum mit schwingenden Äxten. 1, 2. Ronimo! So muss man das machen. Oh Mann. Zu viele Nervbolzen. Erstmal Tränke sammeln. Schleichen. Menschen fliegen lassen. Oder Dinge, die früher mal Menschen waren. Na, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dieses... Oh, ich dachte eigentlich, das Leuchten in den Augen geht weg, wenn die sterben. Wieso kann ich den denn nicht ausbeuten? Hallo? Was soll das? Ich kann sogar kleine Kinder in Afrika ausbeuten. Wieso kann ich das hier nicht mit dem machen? Ah. Ein Ei. Was ist wohl aus diesem Ei geschlüpft? Die Antwort ist ganz eindeutig, ich will es nicht wissen. Oh Mann, ich kann ihn immer noch nicht plündern. Und die haben sich hier in umgekehrtem 69 aufgestellt oder sowas. Ah. Immer diese kranken Spielchen, die hier treiben. Verrückte. Ah ja, hier ist die Brücke. Und da ist auch noch irgendwas. Nämlich eine Sackgasse. Interessant. Man muss nur die richtigen Hypothesen aufstellen. Okay. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, ich meine doch Bioshock. Warte, ich hab sie hier. Sekunde. Bioshock ist... Ja, genau. Bioshock ist von 2K Games. Aber irgendwie erinnert mich diese Öllache genau an das, was ich aus Bioshock kenne. Da hat man auch die schönen... das schöne Feuerplasmid. Und dann macht man... Zack! Und alles fing an zu brennen, wo die Öllache war. Allerdings ist das, glaube ich, hier, dass die Öllache verschwindet. Sobald es aufhört zu brennen. Ja, finde ich eigentlich schöner, aber... Vor allem mag ich blaues Feuer. Blaues Feuer ist cool. Blöd nur, dass man das immer so schwer herstellen kann. Aber... Na, wie schon gesagt, blaues Feuer ist cool. Also hier seht ihr auf jeden Fall... die Schöpfungsgeschichte von Adam und Eva. Also hier ist Eva. Das Blumenkind... wird von... dem alten Mann hier erschaffen mit... Wow. Schlangenstäben.
Oder ist das ein... Oder sind das Geierstäbe? Ja, ich weiß nicht. Das hier sind so ein paar Opfer, die leider die Welt tragen müssen. Die übernehmen einfach den Platz von Atlas, weil er einfach keine Lust mehr hatte. Der ist in Reiter gegangen. Ja, und dann hat Gott seinen Mega-Überanfall gehabt. Yay! Seine Flügel spreitet er aus. Und dann war der Mann erschaffen. Ja. Wieder was gelernt. Mann mit zwei Dolchen. Und hier muss man die wunderbare goldene Klaue einfassen. Genau so. Und dann sollte sich das drehen. Und ich muss zugeben, ich habe an diesem Rätsel, also nicht diesem, sondern an diesem Rätsel, bestimmt eine Stunde lang bin ich hier durch das ganze Ding gerannt, habe mir jedes Bild ganz genau angeguckt, ob da irgendein Hinweis ist, bis ich dann irgendwann auf einem Forum gelesen habe, wie das hier eigentlich geht, weil die Klaue irgendwie verdreht war und ich das nicht lesen konnte, wie man das hier einzustellen hat. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch gerade nicht, wie man Sachen im Inventar zum Angucken dreht. Aber das ist ja eine andere Sache. Also irgendwie hatte ich es mal aus Versehen hingekriegt bei der goldenen Klaue und dann wusste ich nicht, wie ich das... Ach, egal. Also auf jeden Fall Bär, Schmetterling, Eule. Ah, wir müssen alles einmal drehen. Also, Bär, Schmetterling, Eule. Na, danke. Bär, Schmetterling, Eule.